Morgen, meine Lieben. Papa schläft noch. Wir sind hier schon mitten in unserer Routine. Wie immer, Papa schneidet hier schon die Videos am Laptop. Das ist Papas Büro. In der Werkstatt. In der Werkstatt, in der Videowerkstatt. Und ich gehe jetzt rüber ins Büro. Ich war schon fleißig heute. Ich habe ein Video schon abgeloadet und dann für den Papa einige weitere Videos vorbereitet. Wir schneiden, oder wir werden bald ein Video schneiden von unserer Terrasse. Das haben wir vor 2 Jahren gebaut. Da war die Sophia ein Baby. Das kann man sogar in... Ja. Ich bin nicht dabei. Ist das eine neue Mütze? Nee, die Rotkäppchen. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann... Ja, mach's. Na gut, du schneidest mal weiter am Video. Papa schneidet das Tortenvideo und bald gibt's das Terrassenvideo. Hier wird übrigens noch geschlafen. 1, 2. Bitte schlaf ein bisschen. Und ein Baby. So. Die Kinder schlafen noch alle 4 und das machen wir uns natürlich zunutze, dass wir in Ruhe arbeiten. Ich bin jetzt hier im Büro und werde am Thumbnail für das heutige Video arbeiten. Also ich werde es halt machen. Und ich mache das immer so, das ist, euch wahrscheinlich schon aufgefallen, ich schaue mir dann immer das Video an und mache daraus ein Screenshot aus der besten Szene, die das Video irgendwie umschreibt. Und ja, so benenne ich dann das Video. Bei mir ist das einfach so, ich plane das nicht irgendwie, sondern ich vlogge einfach jeden Tag und das, was passiert, so nenne ich dann das Video. Ich werde auf jeden Fall jetzt hier ein Thumbnail machen. Ich habe hier noch das Thumbnail vom gestrigen Video von mir. Nein, gestern kam kein Video. Vom Video vom Freitag. Also jetzt muss ich schauen, wo ich das Video finde. Und dann ein Thumbnail machen und dann uploaden. Ich mache gerade auf Instagram so eine Fragerunde, beziehungsweise ich beantworte die Fragen, die mir die Leute auf Instagram gestellt haben. Und das mache ich nicht so oft, aber ab und an mal. Also falls ihr mir auch auf Instagram folgen möchtet, Mistiana Diamanta. Und ja, ich werde auf jeden Fall jetzt mal hier zwischendurch ein paar Fragen beantworten, während ich mein Thumbnail mache. Man muss ja irgendwie überall den Content pflegen und das mache ich somit hiermit. Und das wollte ich euch auch mal zeigen. Das gehört ja auch irgendwie zu meinen Daily-Sachen, die ich mache. Ich glaube, das Licht ist ein bisschen zu grell. So, jetzt soll es gehen. Das ist witzig, in der Kamera schauen meine Haare fluffiger aus als auf diesem Bildschirm. Probleme einer Frau. Was mich voll nervt, ist ja, ich habe ja hier diese Stelle, wo halt die Haare ausgefallen sind. Und das nervt mich, dass sich da die Haare immer so ein bisschen spalten. Ja, kann man nichts machen. Aber Haare sind mega gut nachgewachsen. Da wollte ich immer auch mal ein Video dazu machen, habe aber irgendwie nie das gemacht. Ja. Ihr seid jetzt mit hier bei mir im Vlog. Hi. Ich die Frage beantworten. Auf jeden Fall, was macht ihr mit den Hunden, wenn ihr wieder auf Urlaub fahrt? Mal schauen, ob wir dieses Jahr überhaupt auf Urlaub fahren. Also ich meine, wenn, dann nur... Ihr seid jetzt mit hier bei mir im Vlog. So, das dauert immer nur so eine Sequenz. Muss ich nochmal eine Sequenz aufnehmen. What's happened here? So, ich stelle das Handy auf. Kann ich halt lieber. Das Licht ist einfach so scheißgrell. Jetzt. Also, ob wir fix auf Urlaub fahren, wissen wir halt noch nicht. Wenn, dann sowieso nur Österreich-Urlaub. Aber wir haben uns nämlich gestern Gedanken über einen Pool gemacht. Und wenn wir wirklich uns einen Pool zulegen, dann wahrscheinlich nicht auf Urlaub. Aber wenn wir das tun sollten, in den Urlaub zu fahren... Was habe ich denn vorhin gesagt? Ich bin voll verwirrt. Muss ich kurz raus hier, weil ich habe vergessen, was ich geantwortet habe. I'm sorry. Also, falls wir in den Urlaub fahren, dann wenn, dann sowieso nur Österreich. Und vielleicht würden wir sie mitnehmen. Aber wenn wir sie nicht mitnehmen, dann würden wir sie in eine Tierpension geben. Wir haben auch gestern überlegt, uns einen Pool anzuschaffen. Deswegen wissen wir überhaupt nicht, ob wir auf Urlaub fahren werden.
Weiß ich nicht. Und so geht das Ganze hier jetzt fröhlich weiter. Ich werde hier noch ein paar Fragen beantworten so im Laufe des Tages. Ich werde jetzt wahrscheinlich nur mehr so 3-4 beantworten, danach hier weiterarbeiten und mein Video hier endlich fertig online stellen. Mal gucken, wann die Kinder wach werden. Und ja, also ich werde jetzt die Zeit nutzen, um in Ruhe zu arbeiten. Mittlerweile ist die kleine Michelle, also die große Michelle, wach und spielt mit der Luisa. Und die Luisa ist ja auch wach, das habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Spielt ihr schön? Wow, was hast du denn gebaut? Ich habe die Kohle. Ah, was hast du da? Ey, Sophie, sie setzt sich genau mit ihrem Popo auf mein Haus. Und ich glaube, das war die Emmy, oder? Dieses, Sophie hat sich selbst an sich kleben. Ich glaube, Sophie hat sich wahrscheinlich da reingewälzt. Unsere kleine Emmy ist eine kleine Zerstörerin. Aber nur, aber sie ist viel braver als Sophie, gell? Sophie hat immer alle Kuscheltiere kaputt gebissen. Hey! Sie macht halt nur Papiere kaputt. Genau. Die Emmy ist eine kleine Wilde, aber sie ist wirklich sehr, sehr brav. Im Gegensatz zur Sophie, die Sophie hat ja alle Kuscheltiere kaputt gebissen. Hallo, hallo, hallo. Ja. Hallo, Freundschaft oder was ist das? Freundschaftlicher Kampf? Hier, da sind ja noch mehr von diesen Papierfusseln. Hallo, kann ich da kurz rein? Sophie. Wer war das? Wer hat dieses Papier? Wer hat dieses Papier gekaut, ha, Emmy? Wer war das? Die Luise ist so konzentriert, oder? Hey, Luisa, zeig mal, was hast du gebaut? Auch alles! Aber ich glaube, eigentlich hört das so. Das ist meine Güte, wie viele Papierfutzeln sind da noch? Ja, und die zwei machen hier Rambazamba, wie ihr seht. So, ihr Lieben, wir sind im Auto. Genau, Papa. Wir fahren jetzt nämlich kurz einkaufen. Es ist Freitag heute bei uns. Und wir haben kein Brot mehr. Kaufen wir auch ein bisschen für die Woche ein. Also ordentlich, ja. Deswegen gehen wir jetzt schnell einkaufen. Und die Kinder sind schon alle wach. Und der Patrick passt dabei auf die Kleinen auf, so wie immer, wenn wir einkaufen gehen. Aber macht jetzt die Briefe auf. Es ist sehr heiß draußen, aber in meinem Büro ist es sehr kühl. Deswegen lebe ich sozusagen in diesem Sweater. Ich liebe den einfach. Der ist so kuschelig weich. Den habe ich tatsächlich einfach nur immer an, wenn ich im Büro sitze, weil ich weiß nicht warum, aber mein Büro ist, in diesem Zimmer ist es so kalt. Wir maskieren uns jetzt. Ich erkenne dich. Oh, meine Maske riecht nach Selbstbräuner innen drin. Wir sind fertig, wir gehen jetzt einkaufen. Die Kamera lasse ich jetzt aber diesmal drinnen. So, ihr Lieben, fertig mit Einkaufen. Wir haben mal wieder 200 Euro ausgegeben. Das ist eine richtige Standardnummer bei uns. Wir haben aber dieses Mal auch 2 Hundebetten gekauft. Die Sophie hatte genau dieses Bett, kannst du dich erinnern? Sophie hatte mal dieses auch Bett. Schon. Sie hat es aufgegessen. Sie hat es kaputt gebissen. Jetzt haben wir gedacht, probieren wir es nochmal, weil jetzt ist sie viel, viel ausgeglichener, gell, seitdem wir die Emmy haben. Ja. Also ich sag's euch, unsere ganze Familie hat natürlich der Zuwachs von der Emmy gut getan, aber am allermeisten der Sophie. Die ist so anders, so ausgeglichen. Früher hat sie immer voll viele Sachen kaputt gebissen, Kuscheltiere oder irgendwelche Decken, Pölster. Wie viele Sachen haben wir nicht schon weggeschmissen? Und seitdem die Emmy da ist, macht sie das nicht mehr. Da beißt sie die Emmy. Nein, aber sie hat einfach, man merkt wirklich, wie glücklich die Sophie durch die Emmy geworden ist. Also, die Emmy gebissen. Ja. ja, deswegen haben wir das nochmal probiert, zwei Hundebetten zu kaufen. Weil zusammen können sie nicht schlafen, die Sophie will das nicht. Wenn die Emmy zu ihr kommt, dann gibt's brrrr. Du hast Mundgeruch, geh weg. Mundgeruch, ja, du stinkst nach Popo. Ja, 200 Euro. Sonst haben wir gar keine Non-Food-Produkte gekauft. Oh ja, Messer. Aber wir werden euch die Sachen zu Hause in einem schnellen Food-Haul zeigen, oder Schatzi? Kann man machen. Kann man machen, na gut. Schaut mal, die Sophie hat schon ihr Bett bezogen. Hey, da hätten sie aber locker zusammen Platz. Oder? Ja, wie? Oder, Sophie? Mami.
Mit Luisa. Ja. Ja, komm raus, du mal die Betten aufmachen. Ja, komm, komm rein. Ja. Ja, fein. Die Luisa hat auch Platz. Das ist Emmys Bett, ja? Das ist Emmys Bett. Kaffee, komm. Die Emmy. Die läuft hier mal Probe liegen. Oh, schaut mal, perfekt. Schau mal, wie die Sophie riecht. Oh. Luisa, ich glaube nicht, dass das für dich ist. Komm, raus mit dir. Nein. Das ist Sophies Bett. Lara, du geh auch raus. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich euch zwei auch ein Hundebett gekauft. Nein. Ich will da ein bisschen mit der Emmy kuscheln. Ich will da ein bisschen mit der Emmy kuscheln. Ja, Sophie nicht kaputt beißen. Was ist das? Luisa, lass sie. Sophie nicht beißen. Ich hab gedacht, sie beißt nichts mehr kaputt. Ich hoffe es auch. Schau die Emmy. Die Emmy beißt aber in ihr Bett rein. Jetzt streiten sie, wer ihn beißen. So, meine Lieben, wir zeigen euch jetzt ganz schnell, was wir gekauft haben, aber wirklich so im Superschnellmodus, ohne viel Tamtam. Wir waren noch übrigens beim Billa, das habe ich nicht mal gefilmt, kurz danach, weil wir einige Sachen vom Billa gekauft haben. Wie diese Extra-Wurstrolle hier, Chips, diese Bugles, die gibt es, oder Bugles. Dann habe ich auch zwei Pakete von den Junkies gekauft. Ja, keine Ahnung, Bagels, I don't know. Den habe ich für den Patrick Eis gekauft. Und zwar Ben & Jerry's, dieses vegane, einmal Cookie Dough und einmal Peanut Butter Cookies. Dann hat der Papa sich das auch mitgenommen, auch ein veganes Eis. Und zwar von Vegavita, Erdbeermohn. Für die Kinder haben wir dieses Brillo oder Pirulo. Dann Superhelden-Eis. Schaut so aus. Ganz süß. Superhelden. Und dann nochmal diese Waffelhörnchen. Eine Creme Fraiche. Ich habe welche vom Hofer gekauft. Diese. Aber ich habe eine vergessen, deswegen habe ich eine vom Pillar genommen. Dann habe ich Oreo-Kekse oder Fake-Oreo-Kekse gekauft, weil ich möchte einen Oreo-Cheesecake machen. Dann haben wir hier zwei Pakete Lollis für die Kinder. Diese Traubenzucker-Lollis. Dann habe ich ein Emmentaler gerieben genommen, also ein Käse. Und dann habe ich mir das mitgenommen. Ich habe noch nie Kartoffelgratin gemacht und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Das ist mit Faschiertem, also mit Hackfleisch. Diese zwei. Das ist so ein Fix, da braucht man quasi die Zutaten, die drauf sind und dann schnelle Küche. Und dann habe ich das Ofenspirelli. Das hat mich sehr, sehr optisch angesprochen. Sehr, sehr optisch. Wollen wir das essen? Das ist mit Creme Fraiche zum Mittag. Okay. Aber du hast schon zwei gekauft. Ja, aber ich brauche für was anderes auch Creme Fraiche. Wir werden ja mollig. Wir werden nicht mollig von Creme Fraiche. Dann haben wir hier eine Schokolade. Der Patrick wollte nämlich eine 64%ige Schokolade. Ist die denn vegan? Ja. Na, die hat natürlich keine Milch enthalten. Kann. Dann auch Milka-Schokolade mit ganzen Haselnüssen. Dann haben wir ganz viel Aufbackbrot gekauft. Bei uns ist ja heute Freitag, also Karfreitag. In Österreich ist es kein Feiertag, in Deutschland schon. Und Montag ist ja zu, deswegen haben wir ein bisschen mehr Brot gekauft. Also von diesen Aufbacksemmeln. Der Papa hat sich diesen Fischpaté, also Aufstrich mitgenommen. Von Rio Mare, einmal mit Oliven. Einmal mit Pomodorini, also mit Tomaten, und einmal Pfefferoni. Wieder die ganzen Sachen, Milchschnitte, Schokofresh, Maxi-King, Polar-Dorsch, Müllerin-Art für uns Erwachsene. Und dann habe ich für die Kinder Fischstäbchen gekauft. Ist der runter? Das stinkt voll nach Furz. Ja. Kanal. Easy, Kanal. Dann haben wir einen alkoholfreien Hugo mitgenommen. Für die Leute, die uns schon länger folgen, wissen, dass wir keinen Alkohol trinken aus Prinz. Einfach so, weil er uns nicht mehr schmeckt. Sonnenblumenöl. Dann hat sich der Papa einen Joghurt mitgenommen, wie beim letzten Mal. Heumilch, Käse, Bergbauern. Mit Chili. Champignons und einmal Senf. Bananen haben wir gekauft. Ich habe Garnelen mitgenommen, weil ich Bock hatte zu Garnelen mit Nudeln, mit Knoblauch, ganz, ganz lecker.
Dann hat der Papa hier zwei bunte Radieschen. Ich habe Pizza von Ristorante mitgenommen. Einmal Mozzarella. Also da sind zwei drinnen. Also einmal mit Mozzarella und einmal mit Salami. Dann habe ich mir wieder so Emmentaler Sticks mitgenommen. Letztes Mal hatte ich ja die Mozzarella. Weintrauben. Frisches, kaschiertes oder Hackfleisch. Dann nochmal so ein Käse hat sich der Papa mitgenommen. Diesmal mit Kräuterknoblauch. Der andere war mit Chili, gell? Ja. Yep. Und ich habe mir sein Kaisergemüse gekauft. Seitdem Corona da ist, habe ich dieses Kaisergemüse, was nie da. Es war immer ausverkauft. Dann hat Papa nochmal Nektarinen mitgenommen. Frankfurter. Ich habe Philadelphia Frischkäse mitgenommen für meinen Cheesecake. Zweimal Brot, so ein Jumbo-Baguette. Dann hat der Papa auch Paprika mitgenommen. Wir machen das immer so, dass wir jetzt mehr kaufen. Ist dann, also der Papa macht das so, der schnibbelt das dann klein und dann frieren wir das. Es ist ein, es ist so praktisch auch beim Kochen. Dann diese Salami, habe ich auch schon gesagt. Jungzwiebel. Heißt noch mal das? Frühlingszwiebel heißt es auch. Himbeeren. Dann habe ich für mich Snickers gekauft. Lip Tower von Zurück zum Ursprung. Die Frankfurter noch, habe ich vorhin schon gezeigt. Dann habe ich 6 von diesen Puddings mitgenommen. Für uns alle einen quasi. Und wir haben wieder diese Melanzanis mitgenommen. Da haben wir auch ein paar Stück davon. Ich habe da diesen Schinken, diesen Brustschinken gekauft. Der ist super lecker. Dann hat er aber auch dieses geselchtes Karree. Ich habe Winkelnudeln gekauft, die werde ich heute kochen. Und dann habe ich auch Magertopfen oder Magerquark, wie man in Deutschland sagt, für meinen Hülsekuchen. Extra Wurst. Und nochmal in Philadelphia zum auf Brot essen. 2 Gurken und Birnen. Und dann hat der Papa hier diese pikanten Spießchen mitgenommen. Hallo, Anja. Das war's. Wir haben beim Hofer 200 € ausgegeben, beim Billa. 50 Euro. 60, okay. 260 Euro mit 2 Hundebetten. Haben wir das gut gemacht, würde ich mal sagen. Michelle, man sieht dich so rein. Achso, ups. Ich hab gedacht, man sieht nicht. Hast du ein Lali? Sehr gut. So, ich werde jetzt auf jeden Fall mal zum Kochen beginnen. Ich mache jetzt nämlich dieses Fix mit diesem faschierten oder Hackfleisch, wie auch immer, und mit Nudeln. Ich habe jetzt schnell unser Mittagessen vorbereitet. Es gibt hier heute das, mal was ganz Schnelles. Ofenspirelli. Damit habe ich jetzt nur das Fleisch angebraten, die Soße reingetan. Die Kinder machen ein bisschen Lärm. Ja, auf jeden Fall haue ich das jetzt schnell in den Ofen. Käse muss ich noch reingeben, drüber geben. Hallo Kinder! Die Emmy will auch was von mir. Das ist nur Papi. Emmy! Da liegt eine Gurke am Boden. Warum ist da eine Gurke am Boden? So, meine Lieben, ich habe mich jetzt nach dem Kochen gar nicht mehr gemeldet, weil ich hier im Büro gesessen bin und gearbeitet habe. Ich schneide da nämlich gerade an einem Video weiter, was der Papa schon angefangen hat zu schneiden, was ziemlich kompliziert ist, und zwar das Fritteusen-Video. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, wahrscheinlich vor diesem Video. Und das ist zwar cool, aber eine Menge Arbeit. Und deswegen habe ich mich jetzt nicht mehr gemeldet. Ja, wir gehen jetzt aber... Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall essen. Weil ich habe das Mittagessen gekocht, habe es aber dann stehen lassen zum Aufkühlen und jetzt... Können wir essen? Ja, let's go. Schaut mega lecker aus. Nudelauflauf mit Alla Mamma stand da drauf auf dem Maggi-Titel. Welche Mama? Ja. Die Luisa? Aber ich bin die Mama von deinen Kindern. Schmeckt's, Luisa? Luisa sagt, Was? Es ist zu. Na, okay, so gehört der Käse. Du bist keine Chance. Wieso, der gehört zu der Käse? Schmeckt nicht? Na, okay. Wem schmeckt auch nicht? Ich habe noch nicht probiert. Echt jetzt? Schmeckt nicht? Okay, dann ist. Oh, er ist ja gut. Patti, was sagst du? Was sagt dein? Ja. Gut? Das ist meine Cola von Marcel. Ich und der Papa haben jetzt ein bisschen was im Büro gearbeitet und so ein bisschen was angeschaut und das Video fertig bearbeitet. Und der Papa ist hier hinten
Hey, ich bin auch da. Die Luise, die ist nämlich jetzt schon eingeschlafen. Und wir werden jetzt Tschüss sagen und uns vom Vlog verabschieden. Ich küsse euch und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.